Hallo zusammen, hier ist wieder euer Chilla wieder für euch in Dragonflight unterwegs und wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht's um einen Erfolg, den wir als Eichi abschließen können. Und zwar haben wir da das Achievement einmal unter Berufe und dann Alchemie. Und da haben wir hier unten den Erfolg explosionsartige Eruption. Und was müssen wir dafür machen? Nehmt einen Trank der Bluteruption zu euch, während ihr unter den Effekten Blütenexplosion, Ruhmexplosion, Markexplosion, Fackelexplosion, Witwenexplosion steht. Und da müssen wir jetzt ein paar Sachen herstellen. Die finden wir einmal unter unserem Alchi. Ihr könnt das Zeug auch alles aus dem AH kaufen und wahrscheinlich auch aus Non-Alchi machen, aber ich zeige es euch jetzt mal, wo wir diese ganzen Explosionssachen herkriegen. Und zwar sind die unter Shadowlands drin. Also Schattenlande und dann sonstiges. Alle diese Rezepte kann man, meine ich, auch im Auktionshaus kaufen. Sind jetzt ziemlich günstig zum Herstellen, Maha aktuell relativ teuer, denn die Rezepte sind recht selten. Ich habe die ewig gefarmt in Kort hier, die kann man da aus diesen ganzen kleinen Schätzen rauskriegen, wo man jeden Tag ein paar aufmachen kann. Und die sind scheiß selten, ich habe die über Monate gefarmt, das weiß ich noch. Und ja, deswegen, ja, kosten die ein bisschen was im Maha, aber theoretisch kann man sich die auch kaufen, wenn man das nicht hat. Und dann braucht man noch einen Trank, den kann man sich auch herstellen, und zwar Trank der Bluteruption. Jetzt ist es so, dass man 5 von diesen Teilen, diesen Explosionsdingern, erst auf einen Spieler draufknallen muss. Die haben Abklingzeit, sobald man die einmal benutzt. Heißt, wir haben jetzt jedes von den Dingern. Wir brauchen insgesamt eine Gruppe mit 5 Leuten. Und jetzt gehen wir her und traden quasi jedem 1 von diesen Teilen. Also der erste kriegt jetzt einen Teil. Dann kriegt der zweite einen Teil. Dann haben wir den dritten, der kriegt jetzt hier was und dann machen wir quasi gleich einen Ready-Check. Und dann einen Timer und dann werfen wir quasi gleichzeitig das jetzt erstmal auf mich hier. Die Dinge haben übrigens 5 Aufladungen, also jeder aus der Gruppe kann man das dann auf einen verwenden. Also ich mag jetzt mal mich, das ist jetzt quasi der erste Spieler, wo wir das machen. Und ich ziehe mir das mal in die Leiste und dann machen wir einen quasi Cooldown. Und dann schmeißen wir das alle gleichzeitig jetzt quasi auf den Magier. Und dann müsste ich den Trank nehmen, dann müsste das mit dem Achievement klappen. 5, 4, 3, 2, 1. So, jetzt habe ich alle Buffs drauf, seht ihr, die halten 30 Sekunden. Und das Ding hat jetzt aber Abklingzeit, also ihr müsst es auf jeden Fall mit mehreren Leuten machen. Jetzt nehme ich den Trank und da ploppt das Achievement auf, ja? Mehr ist es nicht. Und jetzt, wenn ihr mit den Leuten hier am Start seid, könnt ihr euch quasi in 3 Minuten den nächsten raussuchen und dann schmeißt ihr alle Dinge auf den nächsten und der eine braucht dann halt auch wieder den Trank, den muss er einsetzen, so wie ich das gerade gemacht habe, und dann können alle 5 Spieler das Achievement holen. Mehr ist es nicht, ist eine relativ einfache Sache und ich werde vielleicht jetzt überlegen, ob ich mit den Teilen ein bisschen Gold mache, weil ich die Rezepte zum Glück habe und ja, mal gucken, vielleicht kauft es der ein oder andere, vielleicht sogar einer von euch. Gut, dann sind wir fertig mit dem kleinen Videoguide. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Chilla, bis zum nächsten Mal. Ciao.